Da ist eine Aktion am Potsdamer Platz in Berlin für die Kunst, für die Künstler. Ja, wie ist Ihre Meinung dazu? Also es geht darum, also diese Mahnwache im Namen der Kunst, geht es in erster Linie darum, auf die Situation der Künstler generell und der Selbstständigen, auch die Selbstständigen der Veranstaltungswirtschaft, also in der Veranstaltung, Events und so weiter, also nicht nur Künstler, aber hauptsächlich. Und es geht einfach darum, auf die Situation hinzuweisen, weil viele sind wirklich total verzweifelt. Die wenigsten, ganz viele können halt nicht mehr von der Kunst leben. Es war auch vor Corona schon schwierig. Und das halt, es kommt halt auch noch hinzu, dass die versprochenen Hilfen bei vielen nicht angekommen sind, die Corona-Hilfen. Also nicht gekommen sind. Oder dazu gehöre ich halt auch. Ich habe zwar letztes Jahr eine Corona-Hilfe bekommen, aber die meisten von uns haben halt auch eine E-Mail bekommen, dass wir jetzt sehr wahrscheinlich auch die Hilfen zurückzahlen müssen. Und das finde ich halt einfach eine Unverschämtheit. Also, weil einerseits haben wir Berufsverbot, also die meisten von uns haben Berufsverbot. Ich bin selber Schauspielerin, ich kann zwar noch im Synchronbereich arbeiten und es wird zwar noch gedreht, auch unter schweren Bedingungen, aber immerhin kann man da noch arbeiten. Aber jetzt zum Beispiel Theater fällt ganz weg und Eventtheater fällt weg und meine Nebentätigkeiten in der Veranstaltungsbranche fallen auch weg. Und ich finde es jetzt halt eine Unverschämtheit, wir haben halt zum größten Teil Berufsverbot und jetzt sollen wir auch noch die Hilfen sehr wahrscheinlich zurückzahlen. Also es wird dann halt aufgewogen dann mit der Steuererklärung. Aber es kann natürlich passieren und das finde ich geht gar nicht. Ne? Einfach immer wieder schauen, welche Maßnahmen sind noch wirklich sinnvoll und man darf auch die Leute, die an den Lockdown und an den Maßnahmen leiden, nicht vergessen. Ne? Also